Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Dinkum. Wir sehen hier den schwebenden Räuber. Das gab wohl gestern Zwiebeln und irgendwas stimmt mit dem Fenster nicht. Okay, aber wir gehen mal runter und ganz wichtig, Stofftier. Damit können wir leider nicht interagieren. Schade. Wäre schön gewesen. Guck mal, was wir hier gefunden haben. Dicken Goldklumpen. Hm, und so ein Donnerei haben wir. Hi. Post. Bestimmt Finanzamt. Ach, John. Okay. Was hast du denn? I think you may have dropped this 10.000. Ja, ja, die habe ich verloren. Die sind mir aus der Tasche geplumpst, das stimmt. Ja, ja. Mhm. So, hallo Franz. Essen hast du noch, ne? Ja, ich weiß, du gehst immer um 8 Uhr essen. Sag mal, wo ist das Ei? Da. Alles klar. Brauch doch noch dein Ei. Ja, 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 ja. Gut, jetzt wird der ein oder andere sagen, Franz ist doch ein Männername, das ist richtig. Ein männliches Huhn, was Eier legt. So. Auge juckt, was machen wir denn heute? Man Schmetterling fangen. Wenn er schon mal hier rumfliegt, komm, den Zeug nehmen wir auch mit. Kann man nicht nur Saft rausmachen, sondern kann man auch gut verkaufen. Wir brauchen auch immer noch Geld. Hat jemand was weggeworfen? Schöne Brille. Na gut. Wir könnten. Was wollen wir heute mal machen? Sollen wir heute mal... John, wo ich dich gerade sehe. Ja, guten Tag auch. Ja, ja. Hast du einen Job für mich? Daisy Shorts, ja. Die muss ich unbedingt haben. 7.000, nee, du, das ist mir zu teuer. Weißt du, ich kann mein Geld auch für anderes ausbrauchen, John. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Weißt du, wenn du mir die für einen Zehner, okay, weil du die getragen hast, deine komischen Daisy Shorts. Da fällt mir gerade ein, du, die will ich gar nicht haben. Ja, John hat Fetisch, weißt du? Hier müssten wir vielleicht nochmal was, weißt du was? Komm, machen wir mal gleich. Da legen wir mal gleich was hin. Das sieht so aus, als wenn da noch was hinpassen würde. Weil wir wollen ja auch unsere Stadt ein bisschen schön machen und solche Dinge, ne? So, was sagst du, Huhn? Ja, ja, nicht meckern, ne? Genau, das hier können wir verkaufen, das hier können wir pflanzen. Komm, das ist doch hier, das hier. Das muss man doch nicht mitschleppen, das schöne Pflänzchen, weißt du? Dann nehmen wir die mal hier runter. Heute juckt wieder das Gesicht, weißt du? Gerade noch schnell die Haare gewaschen, damit ich nicht so aussehe wie ein frisch geficktes Eichhörnchen. Ah. Oh, guck mal hier. Da geht aber nicht. Oh, da ist aber ein Schmetterling. Den nehmen wir mit. Ja, man weiß ja auch nicht, wonach die fragen hier, ne? Kann ja sein, dass die sagen, hör mal, bring mir mal so ein... Hier, so ein Fiddlebittle mit, ne? Fiddlerbettle. Man weiß es nicht so genau. Ja, Hund, du musst das schon töten. Dann ist schön. Ja, genau. Und jetzt geh mal weg, dann esse ich das. Mh, lecker. Blubbert hier irgendwo was? Nee, ne? Wasseranimationen sind relativ gut. Also, muss man ja auch mal sagen, ne? Normalerweise müsste man, wenn hier irgendwas zu looten wäre, könnte man Wasserblasen sehen. Ich sehe aber keine. Schade. Sonst hätte ich das gerne noch mitgenommen. Denn das ist halt hier Massentötung, weißt du? Das war. Wir können das Fleisch gebrauchen. So. Ach, jetzt mal zum Tagewerk zurück. Hallo Theodor. Wir sind ja noch nicht so richtig befreundet. Kann ich irgendwas für dich tun? Weiß auch nicht so genau. Brauchst du irgendwas? Ein Blue Moon Butterfly. Ich denke, den würde ich finden. Guck mal, was ich zufällig in der Tasche habe. Hör mal, Theodor, ich hätte zufällig einen gefunden. Seht ihr, das ist der Vorteil, wenn man das von vornherein macht. Man kann das, man muss nur Glück haben. Ja, habe ich. Komm hier, kriegst du einen. Einen leckeren, kannst du essen. Ich glaube, der isst den auch. Ja, ja, du kannst labern, du, das ist... Und ich krieg dafür einen Tausender, guck mal. Schön, ne? Und? Wir sind immer noch nicht befreundet. Theodor, lass uns doch mal Freunde werden hier. Best Friends, weißt du? Mit John bin ich schon Best Friend. Immer noch nicht. Ja, John, da kann ich jetzt auch nichts machen. Komm, wir gucken mal, ob ich noch eine Spende für dich habe und dann ist auch gut. Habe ich nicht. Doch, hier, den Fiedler Beetle hatte ich noch nicht. Oh, guck, siehst du? Gut, dass ich mal geguckt habe. Ja, ja, den kannst du haben. Den habe ich da so, der lief da so rum. Weißt du? Gibt wieder 100 Punkte, alles klar, mehr habe ich aber nicht. Ich guck aber mal, vielleicht finden wir heute was. Wobei wir heute
nicht angeln sollen, sagt das Spiel da unten. So. Den hatten wir schon. Zu Besuch ist auch jemand. Was ist denn mit Oma Fletch? Komm, machen wir eben noch Oma Fletch. Huhn können wir auch mal eben Futter geben. Dann haben wir das auch aus dem Kopf. So. Bitte sehr. Ne? Oh, kleines süßes Huhn. Was ist nichts Sexuelles? Und kaum sitze ich wieder in meiner Kemenate hier, ist warm, weißt du? Naja, gut, das... Ach, Oma Fletch wohnt ja gar nicht mehr hier, das stimmt. Da bin ich jetzt ein bisschen... Oma Fletch ist ja umgezogen. Verdammt. Das Oma, weißt du? Hat sich da nicht mehr wohlgefühlt. Aber ich habe gerade irgendwas gehört. Hm. Stimmt, wir haben ja mittlerweile hier schon... Town-ähnliche Zustände, möchte ich sagen. Können wir mal eben ans Brett gehen. Vielleicht will ja jemand noch einen Moon-Butterfly. Man weiß es nicht so genau. Foto-Request. Wood of a Ember-Chunk. Ember-Chunk. Was ist denn nochmal eine Ember-Chunk? Ist das zufällig das, was wir da haben? Ist das ein Ember-Chunk? Die... Hier, ist das ein Ember-Chunk? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal gucken. Ja, das ist ein Ember-Chunk, siehst du? 2,36 Kilo. Für 42. Nö, ich muss noch ein Foto davon machen. Und dann schmeißen wir das hier hin. Ja, vielleicht auf braun. Braun ist besser. So. Und jetzt müssen wir da den Fotoapparat holen. Lass schön liegen, ne? Ist meiner. Mein Ember-Chunk. Okay. So. Hier. Aber sonst noch, wir hätten das Ei wegtun. Ach, ist egal. So, Fotoapparat. Hier ist er. Machen wir ein Foto von dem Ember-Chunk. Nehmen natürlich vorher das Ding an. Foto-Request. Accept. Ich meine, dann kriegen wir nicht nur die 40.000 da, sondern auch noch 12.000, weißt du? Also wenn das nicht geile Fotos sind, dann weiß ich aber auch nicht. Oder? Also fotografieren kann ich. Ich habe ein Foto für dich. Such dir eins aus. Hier nehmen wir das hier. Das billigste. Ne? Für 12.000 kannst du haben, ja. So, jetzt nehmen wir den Ember-Chunk, schmeißen den hier drauf und holen uns noch die Kohle. Ja komm, kannst du haben. Ein Foto davon hast du ja. So, und wir haben Geld, alles klar. Oh, hallo Erwin. Du sag mal, Erwin, wir sind ja fast gut befreundet. Hast du einen Job für mich? Ein Barkun Grunter. Ja, da muss ich angeln gehen, ne? Ja, komm, gehen wir angeln. Du, ich nehme noch 10 Food mit, ne? Ja, mein Huhn frisst so viel, weißt du? Und ich weiß ja nicht, ob du als nächstes hier einziehst. Ich würde noch ein zweites Huhn nehmen. Bis später. So, was macht denn die Bank? Guten Tag. Hallo, Milburn. Ja, du bist ja noch relativ neu hier. Können wir irgendwas für dich tun heute? Weil wir wollen ja gut befreundet sein. Ich habe eine Login-Lizenz, das ist richtig. Ja. 3 Palmwood willst du haben? Ja, die werde ich wohl noch finden, ne? Ich muss ja eh noch einen Barkun Günther holen. Und wie geht's dir sonst? Aber wir hätten noch checken können, da fällt mir gerade ein.
Es gibt ja auch Pluspunkte, wenn man mit denen quatscht, weißt du? Du sag mal, wo ich gerade hier bin, was macht denn eigentlich meine Kohle? Was ist mit der Kohle? 714 Zinsen habe ich schon gemacht, alles klar. Gut. Aber pass schön drauf auf, sonst muss ich dich leider ein bisschen verprügeln. Und lass doch die Kohle hier nicht so rumliegen, mach doch mal den Safe auf. Und dann gehe ich mit dir auch nochmal eben chatten. Hi. Was wolltest du haben? Bakun Günther, ja? Gibt's was Neues übrigens? Ja, so ein Hund. Ja, brauche ich nicht. Tschö. So, was ist denn hier mit Madame Hooch? Brauchen wir irgendwas? Let's talk about Sex Baby. Haben wir irgendwelche Deeds? Nee, haben wir nicht. Warum will hier keiner einziehen? Aber spenden müssten wir doch eigentlich. Ja, genau, haben wir doch alles. Ich habe doch alles schon bezahlt, Omi. Was ist denn los hier? Brauchst du irgendwas? Kann ich dir glücklich, weil. Jetzt fragt ihr natürlich, ja, aber du hast doch schon 5 Sterne bei der. Ja, aber wir haben ja hier unten noch die Sachen, ne? Also die Errungenschaften und so weiter. Und wenn du dann brauchst du ja noch, weiß ich nicht, 1000 oder so. Und deswegen muss ich ja trotzdem mit denen quatschen. Auch wenn wir schon guter Dinge sind. So. Hat sich schon irgendjemand erbarmt? Und hier mal die Felder ein bisschen gewässert. Kann mir mal ganz kurz einer sagen, was hier passiert ist? Wie bist du denn da reingehüpft? Widerlich. So. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist gießen. Ich hoffe, die verfärben sich absichtlich so braun, weil ich bin mir relativ sicher, dass ich gestern im Spiel gegossen habe, oder? Ich meine, das ist jetzt schon wieder 5 Tage her, aber nein, stimmt nicht. Wann haben wir das letzte Mal? Am Freitag haben wir Ding rumgespielt, ne? Aber da habe ich doch hier gegossen. Ich lass doch, weißt du? Ich will ja hoffen, dass das hier bald vorbei ist. Dann können wir mal wieder in die tiefe Mine und ein bisschen Spaß haben, weißt du? In dieser gefährlichen Mine. Leuchtende Krokodile töten. Auch hier sehe ich nichts blubbern. Weil ich habe ja die Fähigkeit freigeschaltet. Wenn ich was im Wasser blubbern sehe, dann kann ich da was looten. Ne? Oh, schön Weed. Kann das sein, dass das Karnickel mir die Sachen hier kaputt gemacht hat? Aber wie ist das denn hier reingekommen? Ich meine, ich habe es ja absichtlich... weißt du, hier so absichtlich. Das ist aber blöd. Das ist blöd, möchte ich sagen. So, das lassen wir auch verfallen. Ich mache da jetzt nichts weiter. Ich könnte mal mit ihr hier reden. Hör mal, Mädchen. Ja, du könntest auch mal ein bisschen was tun hier. Brauchst du irgendwas? Weil wir sind auch noch nicht so richtig gut befreundet. Black Plate Dress. Mhm. Für wie viel willst du das haben? Ja, für den kleinen Preis nehme ich's. Alles klar. Du, wir können auch mal ein bisschen miteinander chatten. Und dann gucken wir mal, was wir hier oben machen. Damit wir unsere Punkte kriegen. Dann können wir nämlich unser Inventar zum Beispiel vergrößern. Ne? So.
schöne fette Fliege mitnehmen. Irgendjemand kaut schon drauf rum. Jetzt räumen wir erstmal wieder auf. Ne? Das ist ja bei solchen Spielen ist das ja normal, dass man immer erstmal aufräumen muss. So, ich weiß, wir haben einen Klei. Hier. Komm, dann ziehen wir die mal nach unten. Das sind unsere Verkaufskleider. Hier haben wir Brillen verschiedene. Hier haben wir noch ein Kleid. Mal eben durchgehen. Alles gut, ne? Ja. Dann legen wir mal deinen Fotoapparat weg. Der kam hier rein. Haben wir noch genug Zeit zu verkaufen? Deswegen sammle ich den ganzen Müll hier. Dann können wir das nämlich gleich verkaufen. Das kommt hier rein, genau. Siehst du, das hätte ich auch wegtun können. Was kommt hier rein? Das kommt hier rein. Zu essen haben wir nichts mehr, ne? Auch hier seht ihr hier irgendwelche Luftblasen auf. Da ist eine Luftblase. So, und dann kann ich nämlich, habt ihr das gesehen, diese Tigerhorn kann ich dann mitnehmen. Da hinten ist auch noch eine Luftblase, wenn mich hier alles täuscht. Das Blöde ist halt, Schwimmen ist, muss man aufpassen, ne? Nicht, dass er kaputt geht, der Kleine. Habt ihr gesehen, wie knapp das wird bei Schwimmen? Also Schwimmen ist gefährlich, da muss man echt aufpassen. Fressen wir uns mal schnell einen Obstsalat, einen Obala. Dann gehen wir nochmal ins Museum, gucken, ob wir irgendwas gefunden haben, was wir zu Geld machen können. Vorher natürlich legen wir noch weg den Knochen. Und ein bisschen Hühnerfutter. Wir haben zwar genug, aber weißt du, nicht, dass wir hinterher mal in die Gefahr kommen, dass dem Hund Hunger hat, das Huhn. Das wollen wir ja nicht. So, mal eben gucken. Haben wir irgendwas gefunden, was wir noch nicht haben? Bevor wir gleich loslegen. Wir haben noch keine Fliege eingereicht. Alles klar. Ja, die kannst du haben. Da habe ich kein Problem mehr. Also ihr seht, es macht schon Sinn, ne? Ab und zu mal auch zu gucken, sind wieder 100 Punkte. Ich weiß nicht, war sonst noch irgendwas? Nö, ne? Ein Yabbi haben wir schon, die haben wir alle schon eingereicht, ne? Na gut, dann haben wir nichts mehr. So, jetzt machen wir das Lager leer, indem wir es zu Geld machen. Hallo John, du, ich hab ein bisschen was für dich zu verkaufen. Ja, du brauchst doch immer was für die Blöden in der Stadt, ne? Hier. Guck mal, dann nimmst du hier so eine Sanddollar und das hier und sowas und jabba 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 und Bienen und dit und dit und dit und dit und dit auch hier alles. Und hier, guck mal, was du verkaufen kannst. Hör mal, jetzt machst du mir einen guten Preis. Siehst du? Das waren die Bienen. Nicht die Bienen. So, ich bin da mal weg, ne? Ach, Trottel. Naja. Wobei, der macht sein Geld. Ich bin der Trottel. Ich sammle das alles. Dann gehen wir mal hier hinten was kochen. Ich glaube, wir müssen Cook One Meat, genau. Dann gucken wir mal One Meat, dann gucken wir uns halt mal genau an. Einlagern, alles klar. Essen wir uns mal ein schönes Stück Fleisch. Den Falter nehmen wir mit. Sicher ist sicher. Kann man immer gebrauchen. Dann hatten wir Plant 3 Seeds. Pinecones. 8 Stück. Ja, könnten wir eigentlich mal machen, ne? Und dann müssen wir auch noch angeln.
Da war auch was. Habe ich die Angel hier nicht drin? Wo habe ich die Angel denn? So, den schieben wir auch mal weg. Und die Punkte geholt. Ich mache noch einen vierten, ne? So wegen der Symmetrie. Alles klar. Ja, so schnell kriegt man Punkte, ne? Und jetzt sollen wir so ein Bacon da holen. So ein. Fischi, Fischi, Fischi. Das könnte sogar schon einer sein. Es ist natürlich leider wieder ein bisschen dunkel. Ah, gucken wir mal. Bestimmt finden wir einen, der da anbeißt. Angeln ist ja ein Geduldsspiel, das wissen wir ja. Komm, du bist ja so ein Barkhorn Günther, oder? Na komm. Ja, ein Barkhorn Günther haben wir einen. Obwohl wir nochmal dran sind, angeln wir noch einen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo was. Aber ist halt, ne, jetzt bei der Witterung siehst du schon wieder nichts. Wobei, wir müssen auch noch Palmdinger machen. Na, kommt einer? Da ist einer. Komm, den nehmen wir noch mit. Fuck. Idiot. Das bist du schuld. Man muss manchmal auch die Schuld bei anderen suchen, finde ich. Ja, Angeln ist nicht so meins, ne? Also merkt ihr, das ist also nicht wegen des Könnens, sondern mir ist das einfach zu langweilig. Warum habe ich jetzt eigentlich die Schaufel weggetan? Weiß auch keiner so genau, ne? Weil wir können doch an Ort und Stelle wieder pflanzen. Wir sind doch Menschen der Renaturierung. Wenn ich hier schon was abholze, weißt du, da bin ich ja nachhaltig. Das muss man mir ja mal auch zugute halten. Dass ich dafür sorge, dass wenn ich hier was wegnehme, ich auch gleich wieder was hinpflanze. Also muss man ja auch mal sagen, Fussel, das ist nachhaltig. Also das ist okay. Was aus der Natur entnehmen und gleich wieder zurücklegen. Ja, Fussel, das ist richtig. Schön die Schaufel wegwerfen, das macht Sinn. So. Was mich ein bisschen wundert, müsste ich nicht eigentlich... Wo sind denn die Kokosnüsse? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ich sehe nichts der Kokosnuss. Ist ein bisschen jelly. Ich sehe aber auch nichts aufsteigen, ne? Seht ihr hier Blubberblasen? Ich nicht. Ne.
So, weißt du? So verarschte Gellies. Wenn ihr jetzt denkt, ja, warum bringt sie die armen Quallen denn um? Daraus kann man einen leckeren Saft machen, der wirklich gut ist. Aber du brauchst leider 10 von diesen Jellies. Ist im Meer denn doch im Meer? Ist doch auch irgendwas, oder? Hier könnten wir mal eine Brücke rüberlegen, finde ich. Da muss ich nicht mehr schwimmen, weißt du? Aber um ehrlich zu sein, sehe ich keine Blubberblasen, ne? Okay, wer möchte denn jetzt was? Wie war denn da nochmal? Also, du möchtest 3 Palmwood und Irwin möchte einen Barkhorn Günther. Dann geben wir das mal eben ab. Aber der heißt doch ganz anders. Ja, aber bei mir heißt der Barkhorn Günther. So kann ich mir das merken. Ich bin alt, ich brauche Eselsbrücken. Ne? Irwin, wie siehst du das? Ach, du bist John. Ja, ich bin alt, ich verwechsel das. Ist die Ausrede für alles, weißt du? Ich bin alt. Hat er dich alleine gelassen, du armes kleines Küken? Ah ja, ich passe schon auf dich auf. Hier ist sicher. Sichere Stadt. Irwin! John, hast du Irwin gesehen? Entschuldigung, darf ich mich mal eben einmischen? Du wolltest doch... Geht ja, hier, weißt du, du wolltest doch was von mir haben. 3 Palmwood, richtig. Guck mal, ich habe 12. Nimm aber nur 3, ne, du kleiner gieriger Banker. Bla, bla, bla. Schön, Maronenpens, die wollte ich schon immer mal haben. Alles klar. So, hier haben wir noch ein Tier, das können wir morgen zu Geld machen. Genau, den haben wir schon. Hier hat irgendjemand hingekackt. Das nehmen wir mit. Schön den warmen Poo in die Tasche stecken, weißt du, das ist schon toll. So, aber wo ist denn Irwin? Sieht den jemand? Irwin? Wo ist denn der hin? Ach, hier ist kleiner Sammeltrieb. Du, ich hab hier was. Du wolltest doch noch so einen alten Fisch haben, ne? Was? Fettel Pi? Was hat der denn für Probleme? Hier, hast du deinen Barkhorn Günther. Da. Ganz frisch. Warum der so riecht? Weil ich ihn aus der Kühltruhe gezogen habe. Der war frisch in der Kühltruhe. Hier, komm, nimm. Ein Barrel. Schön, da kann ich... Was mache ich damit, mit dem Barrel? Außer singen? Wobei ich den Anfang von dem Lied nicht kenne. Wie heißt das? Da gibt's auch diese Barrel-Hymne, man weiß es nicht. So, ja, was ich noch machen wollte, genau. Wenn du so blöd bist, Hund, ne? Dann musst du leiden. Da tut mir leid. Verdienen wir Geld mit, ne? Hundeverschickung. Und tschüss. Was wollte ich denn machen? Irgendwie hatte ich eine Idee, aber ich habe sie noch nicht so richtig griffbereit, dass ich sagen könnte, das ist sie. Genau, wir machen jetzt erstes. Kann ich das Ding hier mal mitnehmen? Nein, wir bauen uns ein Crafting Table. Komm. Eine Crafting-Tablette nehmen wir mit. Das Cooking, das ist Crafting. Was brauchen wir? Gumwood, Tinbar und Nails. Gumwood, Tinbar und Nails. Ich hätte auch das andere noch nachgucken können, weil wir machen jetzt auch eine Kiste. Wir holen jetzt mal Inventar zurück. So, das heißt, wir holen uns mal hiervon was. Die Palmwood schneiden wir mal eben auf. Komm, den Luxus gönnen wir uns. Ich trinke in der Zwischenzeit mal einen Kaffee. Wer sie noch nicht kennt, kann man erkennen, ne? Müllpferdtasse. Warte mal, irgendjemand hat hier ein Mikrofon. Ist doch alles scheiße hier, ne? So, das ist meine Müllpferdtasse. Passt. Weil ich doch so gerne nöle. Oder wenn ich Hunger habe oder müde bin oder der falsche Wochentag ist, dann nöle ich doch so gerne. Deswegen habe ich eine Müllpferdtasse. Tinbar haben wir, genau. Das heißt, was brauchen wir denn? Oma, ja?
Oh, jetzt ist schon wieder spät, ne? Ja, ja. Oma, geh doch mal aus dem Weg. Das heißt, wir machen als erstes, was habe ich denn wieder vergessen? Die Nägel, ne? So. Ne, dann machen wir nämlich hier das Lager leer. Dann machen wir jetzt ein Crafting Table für uns da hinten. Und dann hätte ich gerne eine Kiste. Was ist denn die Box? Was macht denn das Store? Store things in here if you like. Ah, es könnte so eine Art Kiste sein. Ich weiß halt nur nicht, wie viel reinpasst. Was brauchen wir? Ein Palmwood, Gumwood, Iron Bar. Okay. Dann machen wir eine Kiste. Sehr gut. Und dann machen wir eher nämlich das Lager leer. Dann müssen wir nicht jedes Mal zur Produktion hier hinrennen, sondern machen wir das da hinten. Ich weiß noch nicht genau wie. Wir können natürlich das Lager auch nochmal eben schon mal leeren. Das kann hier hin, das kann hier hin, das kann hier hin. Das kann hier hin. Müssen wir hier irgendwo den. Und da legen wir dann rein Gumwood, Palmwood, Hardwood. Das können wir intern noch sortieren, das ist nicht das Problem. Macht einen guten Eindruck, ne? So. Ja, das ist gar nicht mehr so einfach, weil wir so viele Sachen haben. Das alles zu sortieren, da kann man schon. Zeit für. Oder wir müssen es doch nochmal anders machen. So. Puh noch hier rein. Hose hatte ich, ne? Eine Hose. Genau. Perfekt. Also ihr seht, wir haben dann zum Beispiel auch Hosen doppelt. Die können wir dann natürlich, wenn einer sagt, oh, ich hätte aber gerne, dann kann man verkaufen. Ist auch wieder ein langer Tag. Aber auf jeden Fall haben wir schon wieder was erreicht. Die Angel packen wir jetzt allerdings mal in die andere Kiste. So, hier rein. Und dann gehen wir jetzt auch mal schlafen. Hui, schön ins Bett hüppen und gute Nacht, Freunde. Was haben wir denn? Hunting haben wir ein bisschen was, klar. Immerhin fast Level 40. Ja, ihr seht, wie wenig ich angel und wie viel ich alles andere mache, ne? Farming, klar, haben wir gerade erst angefangen, aber das gibt jetzt Punkte.